letzte Woche haben wir euch schon unsere 10 Highlights aus 2,5 Monaten Roadtrip durch Portugal gezeigt. In dem Video haben wir die Algarve als unsere absolute Lieblingsregion in Portugal bezeichnet und festgehalten, dass die Algarve so viel zu bieten hat, dass wir ihr ein eigenes Top 10 Highlight Video widmen möchten. Wir waren im November und Dezember insgesamt gut 4 Wochen kreuz und quer an der Algarve unterwegs und zeigen euch heute also unsere absoluten Highlights. Die sind über die gesamte Region verteilt. Eine Karte, auf der die jeweiligen Orte mit ihren GPS-Koordinaten markiert sind, verlinken wir euch unten. Und jetzt genug der Vorrede, auf geht's! Beginnen wir im äußersten Nordwesten der Algarve. Dort liegt der kleine Ort Odeceixe und der hat schnell unsere Herzen erobert. Das liegt weniger am Ort selbst, sondern vielmehr an dessen Umgebung. Vom Ortszentrum aus führt eine kleine Straße durch ein malerisches Flusstal bis hin zur Küste. Dort erstreckt sich ein weitläufiger Strand und ein noch viel weitläufiger Küstenabschnitt. Der ist wiederum Teil des Naturparks Südwest-Alentejo und gilt als einer der am besten erhaltenen Küstenabschnitte in ganz Europa. Hier beginnt oder endet auch der sogenannte Fischerweg, Portugals berühmtester Fernwanderweg. Wir sind nur ein kurzes Teilstück der insgesamt rund 120 Kilometer langen Wanderung gelaufen und waren da schon absolut begeistert. Schöne Strände und Küstenabschnitte gibt es an der Algarve beinahe wie Sand am Meer. Uns hat es vor allem die Westküste der Algarve angetan. Hier gibt es nur wenig Zivilisation, dafür aber besonders viele tolle, abgelegene Strände. Ein Strand, der uns besonders gut gefallen hat, ist der Praia da Amoreira. Am nördlichen Ende hat man einen direkten Zugang zum Feinsand und den kalten Fluten. Das südliche Ende hingegen liegt auf der anderen Seite eines Flusses und bietet neben tollen Ausblicken auf den Strand auch einen schönen Spaziergang an der Küste entlang. An dritter Stelle unserer Highlight-Liste stellen wir euch gleich 3 Orte auf einen Streich vor. Alle 3 liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Zuerst den Strand Praia da Bordeira. Der ist einer dieser Traumstrände, die es hier an der Westküste Portugals so häufig gibt. Er ist eingebettet in eine sehenswerte kleine Bucht, die zwar recht abgelegen, aber inzwischen wohl auch kein Geheimtipp mehr ist. Vielmehr trifft man hier vor allem Surfer, die sich in die Wellen stürzen, und Naturliebhaber auf stundenlangen Spaziergängen. Ein möglicher Spaziergang führt über den Pontal da Carrapateira. Einen tollen Rundweg mit vielen Aussichtsplattformen und Infotafeln. Zum nahegelegenen Praia do Amado. Dieser Strand eignet sich nicht nur hervorragend zum Sonnenuntergang bestaunen, auch das Restaurant hier ist definitiv einen Abstecher wert. Thank you.
Das kleine Örtchen Sagres, ganz am südwestlichsten Zipfel Portugals, ist vor allem für zwei Dinge bekannt. Ganzjährig ideale Bedingungen für Surfer, unter anderem am Praia do Beliche, und für das Cabo de São Vicente, den südwestlichsten Punkt Festland Europas. Aber auch wer sich weder vom einen noch vom anderen begeistern lassen kann, für den ist Sagres ein hervorragender Ausgangspunkt, um die umliegenden Strände und Küstenabschnitte der Algarve zu erkunden. Sagres ist eine Hafenstadt knapp 35 Minuten östlich von Sagres, die nicht nur für ihre sehenswerte Altstadt bekannt ist, die in Teilen noch von einer antiken Stadtmauer umgeben ist, sondern vor allem auch für ihre tollen Strände und imposanten Felsformationen an der zerklüfteten Steilküste. Auf keinen Fall verpassen darf man unserer Meinung nach eine Wanderung entlang der südlichen Spitze der Halbinsel. Hier kann man immer wieder zu tollen Stränden hinabsteigen, imposante Felsformationen bestaunen oder auch einfach bei traumhafter Aussicht einen Sonnenuntergang genießen. Solltet ihr gerade einen Trip an die Algarve oder ganz generell euren nächsten Urlaub planen, dann haben wir neben unserer Top 10 Highlight-Liste noch einen weiteren Tipp für euch. Holt euch einen VPN. Der ist zwar auch zu Hause in Deutschland etwas, das wir nicht mehr missen wollen, aber für uns spielen VPNs gerade im Ausland alle ihre Karten aus. Ihr kennt es wahrscheinlich, man ist im Ausland, aber will die nächste Folge seiner Lieblingsserie sehen und bekommt dann diese Einblendung. Ein Geoblock. Zugriff aus dem Ausland ist nicht erlaubt. Selbst in der ARD-Mediathek. Wir klicken dann den magischen Knopf von NordVPN und zack, schon ist der digitale Standort des Computers wieder in Deutschland und wir können die Serie gucken. Und all die anderen Funktionen, für die man einen VPN hat, funktionieren im Ausland natürlich genauso wie im Inland. Öffentliche WLANs können sicher genutzt werden, die persönlichen Daten sind geschützt. Tatsächlich ist der gesamte Datenverkehr verschlüsselt, sodass auch Werbetreibende oder der Internetanbieter nicht mitlesen kann, welche Webseiten man besucht hat. Inzwischen kann NordVPN auch lästige Werbung blockieren und euch vor Viren schützen. Die Liste an Gründen, warum man einen VPN nutzen sollte, ist lang. Wir vertrauen da auf NordVPN, den schnellsten Anbieter am Markt und zuletzt wieder einmal Testsieger. Wenn ihr das auch wollt, schaut bei NordVPN vorbei und nutzt unseren Code, um zu sparen. Neben einem großen Rabatt gibt es momentan auch noch einen Gratismonat zum 2-Jahres-Deal obendrauf und wie immer bei NordVPN mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Schaut es euch gerne an, den Link findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit Punkt Nummer 6 unserer Highlight-Liste. Die Algarve ist, neben den milden Temperaturen in den Wintermonaten, vor allem auch für ihre Strände mit spektakulären Felsformationen bekannt. Und einer der, völlig zu Recht, bekanntesten Orte dafür ist der Praia dos Três Irmãos, der durch einen Tunnel im Fels auch mit dem benachbarten Praia da Prainha verbunden ist. Zusammen bilden sie ein echtes Postkartenmotiv, das unserer Meinung nach absolut einen Besuch wert ist.
Wir sind nach Cavoeiro gekommen, um hier einen kleinen Spaziergang über die Boardwalks an der Küste entlang zu machen. Aber auch das Dorf selbst hat uns wahnsinnig gut gefallen. Es ist wie viele Küstenorte an der Zentralalgarve recht touristisch, versprüht aber dennoch einen sehr einladenden Charme und lädt zum Verweilen ein. Das Highlight Cavoeiros sind aber wohl die Wege an der zerklüfteten Steilküste entlang. Neben einem entspannten Spaziergang über befestigte Wege kann man an einigen Stellen auch über Treppen und Höhlen bis tief in die Felsen vordringen. Wirklich spannend, wo man da so überall hingelangt. Jetzt gibt es nochmal zwei Highlights auf einen Streich. Zuerst die Höhle von Benagil. Die ist wohl eine der am häufigsten fotografierten Sehenswürdigkeiten der Algarve. Und das können wir absolut verstehen. Uns waren die Wellen an dem Tag deutlich zu hoch, um mit dem Kajak oder SUP hineinzupaddeln, aber auch der Ausblick vom oberen Rand der Höhle ist definitiv einen Besuch wert. Westlich der Höhle liegt der Praia da Benagil, der gleichnamige Strand. Deutlich beeindruckender ist jedoch der Strand, der ein paar hundert Meter weiter östlich der Höhle liegt. Da befindet sich nämlich der Praia da Marinha, einer der imposantesten Strände der Algarve, wie wir finden. Vor allem die beiden natürlichen Torbögen stechen heraus und machen klar, warum dieser Abschnitt auch Felsalgarve genannt wird. Wer hier unterwegs ist, sollte sich einen Besuch dieser beiden Orte nicht entgehen lassen. Schon zum vorletzten Highlight unserer Liste. Der Praia do Barranco das Belarucas ist ein toller Sandstrand, eingebettet in eine spektakuläre Felsenkulisse. Der Strand ist so lang, dass hier wohl jeder ein ruhiges Plätzchen finden kann. Und die hohen Steilklippen, die an den unbebauten Stellen noch in einen Pinienwald übergehen, sind nicht nur schön anzusehen, sondern halten häufig auch den Wind aus dem Norden ab. So macht es selbst im Winter Spaß, hier Zeit zu verbringen. Zum Abschluss mal kein Strand oder sehenswertes Küstenörtchen, sondern ein Natur- und Vogelschutzgebiet. Südlich von Faro erstreckt sich auf einer Fläche von rund 170 Quadratkilometern der Naturpark Ria Formosa. Er gilt als einer der 7 Naturwunder Portugals und als eines der wichtigsten Vogelschutzgebiete Europas. Er besteht aus einem weitläufigen Lagunensystem, riesigen Salzseen, der Küste vorgelagerten Inseln, Sumpfgebieten, aber auch Wäldern und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Natur- und Vogelliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Wer Glück hat, kann selbst Seepferdchen oder Chamäleons entdecken. Das Glück hatten wir nicht, aber für einen ausgiebigen Spaziergang oder eine Kajaktour eignet sich der Naturpark in jedem Fall hervorragend.
Das waren sie also, unsere Top 10 Highlights an der Algarve. Wie immer gilt, das ist definitiv keine vollständige Liste aller sehenswerten Ziele, die die Algarve sicherlich im Petto hat. Allein schon, ja, da wir uns fast ausschließlich in den Küstenregionen und nicht im Inland aufgehalten haben. Aber das hier waren eben unsere Top 10 Highlights aus 4 Wochen Roadtrip durch die Algarve, eine unserer absoluten Lieblingsregionen in Portugal. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen zeigen, wie schön die Algarve ist und euch vielleicht ein bisschen Inspiration mit auf den Weg geben. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne unten auf den Daumen hoch und abonniert natürlich auch gerne unseren Kanal. Beides würde uns sehr freuen. Wir sind inzwischen mit unserem Camper in Südspanien angekommen und werden die nächsten Wochen damit verbringen, diesen für uns noch völlig neuen Teil Europas ein wenig zu erkunden. Was wir dabei alles so erleben, könnt ihr dann hier auf unserem Kanal sehen. Ja, wenn ihr noch Orte oder Sehenswürdigkeiten an der Algarve kennt, von denen ihr meint, dass sie auf jeden Fall auch einen Platz auf einer solchen besten Liste verdient hätten, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer sehr über eure Tipps und ja, vor allem hoffen wir, dass es nicht unser letzter Trip an die Algarve bleiben wird. Schreibt eure Highlights gerne unten in die Kommentare, damit wir alle davon profitieren können. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Habt einen schönen Tag. Wir versuchen euch ein bisschen Sonnenschein zu schicken. Liebe Grüße aus der Ferne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.